sure, eh? I took your funeral phone. Yes, and made an absolute hash of it. One doesn't expect a picture of one's corpse. To come across so lifelessly. What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong here? She's almost feral. Ja, die ist bestimmt so auch in der Zeit gereist, deswegen ist sie so Geisterbitch geworden. I don't know. Okay, da gibt's nix. Schöne Fotos auf jeden Fall. Das feiere ich tatsächlich. Entschuldigung, dass man so viel Freiheiten halt hat, wirklich hat auch. Seht ihr ja selber. Also viel entdecken kann, viele kleine Fotos, Details und so weiter. Da ist so ein, wie hieß das? The Order? Ein Scheißdreck dagegen, meiner Meinung nach. Die haben ja überhaupt nichts an Details und Gimmicks eingebracht. Außer, dass du mal ein Blatt rumdrehen kannst. The Lutesses told me. The Lutesses? When? Yesterday. Yesterday morning. Rupert! They've been dead these 7 days. Okay, jetzt da lang. Sie führt zu den Hinterhalt. Ich weiß es schon. Wir waren hier schon. Deswegen sind die hier gerade schon gelootet. Mehr oder weniger, weil... Schön. Ich finde doch immer auch wieder den ein oder anderen Bug. Dave Knife Shape. Say my name. Dankeschön. Genau. Electro-Movement. Electro-Movement. Ja, sind die Sniper wieder da? Hä? Hä? Flup! Fertig ist er wieder. Achtung! Flup! 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 Die üben zusammen, glaube ich. Flup! 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 Ja, ich reg mich über Geister auf, die so böse sind. Und ob das andere wirklich Geister sind, ist die Frage. Sind das Geister? Da hat einer den Freischwimmer beendet und das war nicht ich. Schwöre. Da so rumläuft, dann kann ja eigentlich das nur heißen, dass hier nichts Schlimmes ist, ne? Ist hier irgendwo auch noch ein Haken? Ich würde gerne auf den Haken da. Open it. Go on without. Mach ich doch sowieso immer. Ja, aber die Sniper, die sind weg. Die sind nicht respawned, wie es aussieht. Da geht's noch nach unten. Was soll ich denn hier oben eigentlich auch noch? Nix. Nix. Ich gehe nach unten und springe auf das, Ja, das hat geklappt. Ach, guck mal. Hey, kid,
Yes, yes. More of your finest wine, James. Consider this overdue recompense. Gotcha now. You didn't get shit, man. Except the bullet in the face. Oh, schön. Habe ich das? Warte mal. Ja, dachte ich doch. Ich hab gedacht, dass es jetzt gleich weitergeht mit, aber auf dem Video brauchen wir das auf jeden Fall nicht machen. Die haben die Dame in den Rücken gedolcht. Der Dame. Alter. Ihr kleinen Schweinchen. Seid schon ganz schöne Bastarde. Hören wir uns mal an, was hier passiert ist. Oder auch nicht. Tonight the prophet moved against his political enemies. He preaches mercy, but 40 souls lie tonight dead in unmarked graves. If a man was ever unworthy of grace, who would be my husband? But when I was beyond redemption, he offered it anyway. How can I deny forgiveness to one who with love granted it to me? Ich werde mal 20 Minuten Pause. Irgendwie ist es für mich anstrengend, über einen längeren Zeitraum Bioshock zu sehen. Also bis gleich. Echt? Warum anstrengend? Ich mache aber auch gleich mal ein Päuschen. Und Iriat oder Iriat. Iriat. Welcome. Hallöchen, mein Lieber. Oder Liebe. Ich weiß es nicht genau. Und bis gleich, Lenny. Bis gleich. Meh. Schön. Schön, schön. So, aber eigentlich wollte ich ja nach da unten gehen, ne? Mal gucken, was hier noch gibt. Fancy putting those lockpicking skills to work? Mach mal auf da, ich gehe dann mal gucken, ob wir was vergessen haben. Nee. Freunde. Was ist hier los? Warum höre ich so Musik? Boah, du Kleiner! Wie er sich versteckt hat! Ob in die Öhr, ob in die Öhr. Da geht's nicht lang, ne? Okay, toll. Was war hier? Noch ein Hor. Horda. Horda. Die Horda ist zurück. Alles her, alles rein. Alles in den Pansen, egal was. Hauptsache rein da. Die Sniper-Rifle ist voll. Warte mal. Kann ja gar nicht sein. So, geht doch. Was ist denn 2125? Fängt da irgendwas an? Irgendeine Serie? Irgendeine Sendung? Ist ja auch okay, ist doch alles supi. Ist doch alles top. Weil ich hatte ja Lust, irgendwann später irgendeine Dame mal Mordfähigkeiten. Irgendwann später, wenn es sich alles noch ein bisschen eingespielt hat hier mit uns und euch natürlich auch, wenn ihr Lust habt. Ausgeschlossen, also ausschließlich dann, meine ich. Ausschließlich dann, wenn ihr Lust habt, natürlich. Aber ich fände es irgendwie auch, finde es schön, dass jetzt auch so nach und nach immer mehr Damen zugucken. Finde ich sehr, sehr cool. Da muss ich zwar ein bisschen mehr manchmal darauf achten, dass man sich halt nicht so ganz so rülpsig benimmt, aber naja. Es ist halt trotzdem irgendwie auch cool zu wissen, dass sich Damen das angucken und das nicht vielleicht unbedingt Gamer-Ladies sein müssen oder so. Und Fendi Ludok, was bist du denn für ein netter Mensch? Ich glaube, du fliegst direkt mal raus. Warte mal ganz kurz, das mache ich mal. Sowas geht gar nicht. Immer eher scheiß Spam mir mal irgendwo reinmachen müssen. Tschüss, mein Lieber. Mach's gut. Bye, bye. Ach so.
Jetzt habe ich das auch wieder. Ach, siehst du mal. Lenny geht schleimen bei Bandorio, macht da noch. Macht da auch noch irgendwie Action. Ach Quatsch, ist mir das alles. Könnt ihr da auch machen, Leute. Wenn ihr Lust habt auf Bandorio, wenn ihr Lust habt auf Bloodborne, dann geht doch einfach kurz bei twitch.tv/Bandorio gucken. Wenn. Ich würde mir aber eigentlich auch ganz gerne mal was vom Bobolme oder auch von der lieben Tollen mal angucken. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt, wenn ihr mal live seid. Damit ich auch euch auch mal followen kann. Ach, das war auch nur Spaß übrigens, Lenny, ne? Ich hoffe, das weißt du ja. Und selbst wenn, wäre es auch, wie gesagt, vollkommen okay. Also warum nicht? Die Schmecker sind verschieden. Wenn man zwischendurch halt keine Lust mehr hat oder einen koppigen oder irgendwas kriegt, weil mein Gelaber, und das kann ich schon verstehen auch. Ist doch okay. Dann macht mal Pause, trinkt Tee. Das ist ja kein Zwang, nur das ist ja alles. Die Emporia Towers Exclusive Shopping. Das da. Was die austeilen, ne? Unfassbar. Also auf Hart halt die echt eine Menge an Nahkampf aus. Up in the air, up in the air. Du, 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 du. So. Hätten wir das auch geklärt. Es ist vor allem cool, dass Elizabeth sagt, nimm da den Lockpick, ich greife zum Lockpick und sofort werden wir von hinten angegammelt. Und wofür haben wir jetzt hier... Wofür war ich jetzt hier drin? Ist da überhaupt nichts. Jo, bist jetzt hier eingeladen. Jeden Montag 19 Uhr. Okay, jeden Montag 19 Uhr. Alles klar. Dann würde ich auf jeden Fall mal jetzt am Montag mal reinschauen wollen. Und mir das mal geben. Was spielst du denn? Probleme. Was machst du denn? Und wenn du aufhörst, dich rüber zu benehmen, bin ich wieder raus. Nee, das wird immer so sein. Ich muss nur natürlich ein bisschen... Ihr wisst ja, wie ich es meine. Ne? So mit den schlüpfrigen Witzen und so. Man weiß ja immer nie, wem das gefällt und wem nicht. Aber eigentlich müsste es mir eigentlich noch egal sein. Aber ich bin... Ich will natürlich, dass jeder irgendwie nicht, ne? Familie halt. Ich versuche halt hier irgendwie was für nicht für die breite Masse, aber so für euch zu bieten natürlich, damit jeder auch irgendwie denkt so, ey cool, das gebe ich mir vielleicht öfter mal an oder so. Und das geht natürlich nur, wenn ich natürlich auch ein bisschen darauf achte, mal hin und wieder nicht am Dauerband irgendwie nur dummes Zeug zu rülpsen. Aber ich mache natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin einfach ein Quatschkopf, es ist einfach so die Standardausrede, die man da sonst immer bringt. Ich bin Schauspieler, ich darf das. Undertow Boost. Oh, das hört sich gut an eigentlich. Kriegen wir Muni. Über Horror geben, es war Montag echter Horror, das, ja, das stimmt. Nee, Trollin ist nächsten Montag auch mit dabei. Macht ihr Duo-Streaming dann oder was? Aber was genau Horror? Weil da gibt es ja auch tausend Sachen. Oder spielt ihr mit der Community auch Sachen zusammen? So, das habe ich letztens auch mal gemacht. Das kam eigentlich auch ganz gut.